Hallo und willkommen zurück zu Ark Survival Evolved, together mit dem Korti-LP. Hallöchen, Popöchen und willkommen. Wir boxen hier, harte Linke, harte Linke, harte Rechte, nee, harte Rechte gerade. PvP ist hier an, oder? Ne? Ja, ich glaube schon, ich weiß nicht. Also sollten wir uns lieber nicht boxen. War bloß gerade so cool irgendwie, bist du fertig, warst hier mal so zu boxen. So. Soll ich dir mal den Kollegen zeigen? Also ich... Hier, da liegt da. Wo denn? Wo bist denn du jetzt schon wieder hin? Oh, der hat sogar 45 Narkobären. Ich bin hier oben beim so. Stego, im anderen Tor. Ja, Leute, hier hatten wir halt mal einen Einbrecher. Naja, kann ich aufklären. Ich habe mal einen Kumpel gezeigt, was wir auf dem Server so erreicht haben. Da hat sich das Spiel jetzt auch geholt und wir haben direkt im Anschluss einen neuen Server aufgesetzt, wo wir jetzt privat auch ein bisschen zocken, also ich mit ein paar Freunden. Knobi Harald. Wollen wir aufschlitzen? Boah, kannst du machen. Ich habe mir erstmal die Narkosebären da rausgenommen. Davon müssten wir jetzt eigentlich auch schon wieder einen Haufen haben. Warte mal, ich guck mal in unser Gewächshaus. Die habe ich schon rausgenommen, gerade vor der Aufnahme. Oh, verdammt, das hätte ich doch in der Aufnahme machen können. So, wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Das ist eine gute Frage. Wir hatten irgendwas vor. Ich weiß nur absolut nicht mehr was. Boah, was hatten wir denn vor? Ich, keine Ahnung. Ja, das ist es ja. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Die Beleuchtung hier haben wir jetzt. Ah ja, genau. Das war ja das Letzte. Wir wollten eigentlich auch mal in eine Höhle gehen, ne? Aber wir wissen immer noch, wir haben jetzt wieder nicht geguckt, wo eine Höhle ist hier auf der Map. Eine ist beim Vulkan, aber extra bis dahin fliegen habe ich keinen Bock. Ja, es ist schon ein Stück. Wenn du dann alles verlierst in der Höhle, ne? Dann, Ja, hier um die Ecke werden wir eh keine haben. Das Glück haben wir nicht. Ah, würde ich jetzt so nicht sagen, aber was, ich habe ja, also erstmal Leute, ich habe das hier auf Deutsch umgestellt mittlerweile, also mittlerweile ist gut, wir hatten es ja zwischendurch schon mal auf Deutsch. Oh scheiße, ich hänge, nein, das ist jetzt nicht wahr. Wo hängst du denn? Komm mal hinter das Haus, na jetzt bin ich wieder draußen, oder? Nein, hier, doch jetzt. Guck mal hier hinten. Ich wollte gucken, ob man da durchkommt, weil es sieht so aus wie eine... Ja, genau. Ne? Ich habe das ja halt gemacht, damit die Lücke so ein bisschen geschlossen ist. Weiter runter ging's leider nicht. Schon ziemlich lange her, ey. Du kommst auch nicht durch, du backst nur fest. Weißt du was, ich habe Bock, mal das Haus anzumalen. Hä? Ja, ich habe gerade einen Pinsel gemacht. Weil dadurch, dass ich jetzt privat auch so ein bisschen in der Freizeit das Spiel spiele, habe ich doch ein bisschen... mehr mitbekommen, was hier alles so möglich ist, ne? Okay. Muss ich jetzt Angst haben? Nö. So viel ist das auch noch nicht. Aber das ist interessant. Wenn man mehr Zeit hat, ne, findet man auch mehr. Ich weiß wieder, was uns gefehlt hat. Metal. Metal, genau. Jetzt, wo du es angesprochen hast, hatte ich es auch. So, Freund Angie, dann komm mal mit. Kochtopf, Stein, Stroh, Feuerstein. Wir haben auch keinen Kochtopf hier. Stimmt. Da kann man auch Kibbles später drin machen. Ja, aber der habe ich mir angeguckt. Weißt du, was du da alles für brauchst? Das ist einiges. Boah, es geht eigentlich. Brett Feuerstein. Was war das denn jetzt noch, was ich brauchte? Jabba dabba du. Genau, das war der. Ich hab's eigentlich nie geguckt, ich fand das immer langweilig. Kenn ich irgendwo her. Oh, ein Flugsaurier besucht uns hier. Was? Töten. Nein, ich habe keine Narkosepfeile, aber gleich. Moment, das haben wir schnell. Warte mal, warte mal, wir haben doch noch... Wir haben doch einen zweiten... Ah, das stimmt eigentlich. Aber warte, wenn das, das Gegenstück ist vom Geschlecht her, dann machen die AA, nicht AA, dann machen die Bums-Bums und. Männlich! Männlich und was ist das hier? Mensch, nimm deinen Schwanz weg. Das klingt verkehrt. Dann ist es auch ein Männchen. Warte mal. Nee, weiblich, okay, geht los. Sau gut. Warum renne ich denn hier runter? Ich hab doch alles dafür. Jawohl, wo sind die Pfeile? Mit dem Anki gibt's auch Metal. Ja, sind die wieder da hinten jetzt, diese Metal-Steine? Ich glaub, vom Wasser rundgelutschten. Ich glaube, es liegt aber auch wirklich an Anki, dass der einfach, ne, gut für Metal ist.
So, mal hier gucken. Ja, guck, sogar aus den normalen kriege ich hier Metal raus. Jetzt fliegt er weg. Jetzt sitzt er wieder da. Aber schon bin ich überladen. Hua, hua, hua. Wie habe ich eigentlich so viel rohes Fleisch dabei? Boah, wie Ei, schnell der immer wegfliegt, ne? Ah, der ist betäubt, sauber. ei. Perfekt. Oh, was hat der denn? Wir hören dem Danger gerade bei Paarungsversuchen vor. Nee, noch nicht. Oh, das dauert noch. Es Ich klingt brauche aber so. Fleisch. Da habe ich jetzt mit Absicht so gesagt. Oh, da hinten. Fleisch. Hätte ich genug instecken. Ja, ich habe auch, vor allem da laufe ich einmal um das Haus rum, hier habe ich da auch eine Tür reingebaut Oh, ich renne extra. hier als am Strand rum, um dann wieder zu merken, der Anki war doch relativ flott im Wasser, ne? Ja, das stimmt, da war da ganz schnell eigentlich. So, das und So, seit wann rennen dann hier Frösche rum? Waren die sonst nicht mehr auf der anderen Seite? Egal. Solange wir nicht gleich wieder ein Dings, ein Alpha-Raptor oder sowas ums Eck läuft, ist alles in Ordnung. ja. Oh. Cool, neben mir ist eine Libelle hergeflogen. Ich habe sie aus Versehen getötet. Sehr schön. Chitin. Ich weiß nicht, wo die hingeflogen ist. Oh. So, was hatte ich gesagt? Kochtopf wollte ich mal herstellen. So, jetzt habe ich aus Versehen einen Fisch getötet. Anki, was geht denn bei dir? Oh, Frosch verzischt dich. Die will ich auch nicht aus Versehen töten. Noch ein Fisch getötet. Kann es sein, dass unser Anki mittlerweile relativ stark ist? Gut möglich. Ach, da ist er, der Kochtopf. Ja, ich habe das letzte Mal ein bisschen noch gelevelt, glaube ich. Ja, ich habe Bei schon. allen, die, wo es noch ging. Also, ich habe schon 53 Metal. So, dann braucht er das. Und Wasserschlauch. Da können wir mal ein paar machen. Wasserschlauch? Ja, also hier, wo das Wasser drin ist, ne? Was Ach wie so, so leicht ja. versiegen oder versickt. Versiegen, wo das Wasser versiegt. So. Ah, Anki ist schon wieder schwer. Ja, 91 Metal habe ich schon. Oh, das ist schön. Da können wir doch was mit anfangen. Komme ich da an der an die Wasserquelle eigentlich hier noch dran? Hallo Wasserhahn. Nee. Geht das hier nicht mehr? Verstehe ich nicht. Egal, dann muss ich da hinten hin zu dem anderen Wasserhahn. 115. Ich würde Er sagen, blubbert schön. läuft. Boah, erst hat er Durst, jetzt hat er Hunger. Lalelu. In welcher Farbe soll denn das Haus sein? Schwarz. Oh, schwarz. Weiß ich nicht, wie schwarz ging. Ach so, mit Narco-Berries. Und da brauchst du auch recht viele. Ja, dann im Blau. Blau? Scheiße, ein Skorpion. Lauf, Anki. Oh. Komm zurück. Ich Oder bist versuch's. du zu weit weg? Oh, Scheiße, Anki ist vergiftet. Bist du auf unserer Seite? Nee, auf der anderen. Ah, toll, da komme ich jetzt so schnell nicht hin. Da müsste ich eigentlich schnell einen Vogel holen. Oh, Scheiße, die verfolgen mich. Sind das mehrere? Da ist noch ein Raptor mit dabei. Alles klar, ich. Nee, ist ein Dilo. Gut, das müsstest du doch schaffen. Ja, aber bei dem Skorpion bin ich mir nicht sicher. Mit dem will ich mich eigentlich nicht anlegen. Dann hau ab. Hau Ja, ab, oh, Mann. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Im Wasser sehe ich gerade, haben sie keine Chance. Ach, da gehen die gar nicht rein, ha? Doch. Nur unser lieber Anki ist schneller. So, was? Wo war ich jetzt? So, kann ich mal schnell gucken. Ach Scheiße, der Skorpion kommt ja wirklich hinterher. Ja, dann lockt den hierher, dann können wir den ja irgendwie töten. Keine Samen, ich brauche die Beeren. Was hältst du von Tame? Kann man die Skorpione tamen? Klar.
Weißt du, was sie sogar am liebsten fressen zum Tamen? Da müssten wir noch genug von haben. Verrottetes Fleisch. Ja, ich muss mal kurz gucken. Aber ich glaube, er hat es aufgegeben. Nein, der kommt tatsächlich noch. Gott, ist der mordlustig. So, jetzt müsste ich gleich eigentlich blaue Farbe bekommen. So, und ich habe ein leichtes Problem. Ja, da hat man es gerade gesehen. Ich komme dir mal entgegen. Ich hoffe, du hast Betäubungspfeile oder so ein Kram dabei. Ja, 11 Stück noch. Ja. Mir ging nämlich nur gerade die Ausdauer aus. Aber egal, das Vieh ist so langsam im Wasser, der kommt mir nicht hinterher. Ich sehe dich noch nicht. Ja, muss. Ich bin im Wasser, ne? Ah, da hinten. Und ich sehe auch den Skorpion. Hallöchen. Da ist er. Oh, jetzt hat er aufgegeben. Na, jetzt hat er dich. Da kann ja ganz schön schnell. Oh, genau, dreht er um. Jetzt hat er keine Lust mehr. Ah, er liegt. Hast du verrottetes Fleisch dabei? Nee, gerade noch nicht. Das müsstest du mir mal bringen. Boah, ich hatte es doch gerade hier. Kann nicht sein Inventar anklicken. Oder ist er jetzt tot? Nee, das geht ja gar nicht. Hast du vergessen, die Munition zu wechseln? Nö, nö, ist schon richtig. Hä? Hatte ich nicht noch Narkotiks? Okay. Da muss ich auch nochmal schnell zurück. Es trampelt da so ein Triceratops rum. Ey, das nervt, wenn das da vibriert. Bum, 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 bum. Oh, soll ich mal mit dem Großen Nee. Noch antanzen? schlimmer. Richtiges Erdbeben. Lauf! Sieht's denn aus hier mit dem Flugsaurier? Ach so, weil er die ganzen Narkotiks hat. Sehr schön. So, ich bringe erstmal einen Haufen Metal noch heim. Na, dann kümmere ich mich jetzt um den Skorpion. Bin aber Schütze von Tierkreiszeichen. Oha. Aber verdorbenes Fleisch müssten wir eigentlich noch genug haben, ne? Ja, ganz klar. Hast du auch gesehen jetzt den Flugsaurier vorm Tor, ne? Oh, warte mal, wo waren jetzt der Skorpion? Weiter hinten. Du und deine Paarungsversuche hier. Da ist der Trampelmann. Der Trampelbär. Mann. Lauch. Was? Keine Ahnung. Was für ein Lauch? Bärlauch. Bärbel? Oh, der war schlecht. Und alt. Oh, wie das wackelt, ey. Skorpion, wow, ey, voll gut. Geht sogar recht schnell zu zähmen, wie es aussieht. So wie das aussieht. Ich komm mal rüber. Boah, männlicher Triceratops. Ich guck den mal so ins Gesicht, dann läuft der los und schiebt nicht weg. Aber wo ich gerade Bärlauch sag, ne, wenn ich hier bei uns über die B2 fahre, wenn ich immer zur Autobahn will, da riecht es extrem nach Bärlauch. So, bist mit dem Frosch hier. Quack. Mach ihm das Fenster auf, er ist voll gut riecht. Ach nee, war Jolly Jumper. So, lieber Skorpion, da wollen wir mal gucken. Ja, geht. Effektivität 97,6%. Ich würde sagen, das läuft. Boah, das geht ziemlich schnell. Plus 23 Level. Was für ein Level hat er denn jetzt? 49, nicht Wow. schlecht. Das könnte eine Angriffsmaschine werden, ne? Obwohl ich ja Insekten eigentlich hasse. Ja, es kommt drauf an. Ja, Also meinst du ich. jetzt in dem Spiel oder so in echt? So in echt. Bei Spinnen kannst du mich rennen sehen. Echt? Oh, Spinnen Ja. habe ich nichts dagegen. Oh, ne. Mücken, das ist. Ja, die sind schlimm, Mücken. Ja, die sind nur nervig. Nee, ist schlimm, wenn du im Sommer total zerstochen bist. Oh ja.
Aber mich verschonen sie ja immer eigentlich den ganzen Sommer. Ach, Und dann so fuck. im Spätsommer kriege ich es dann in einer Nacht alles ab, was ich den ganzen Sommer nicht abbekommen habe. Jedes Du, Jahr bist du so. noch beim Skorpion? Ja. Heißt der Skorpion oder hat er einen extra Namen? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo der lag. Ach, da. Extra Namen. Bulminus Scorpius. Ach du Bulminus Scheiße. Scorpius. Ich guck mal nach dem Sattel. Ein Wunder, dass ich das lesen konnte, weil es wackelt einfach nur alles hier. Terrorvogelsattel. Scorpius, ja. Ha, ha, ha. Ja, Terrorvogel. Da Da ist denke er. ich. Oh, fehlt mir ein Punkt. Oh. Ich muss echt mal wieder leveln gehen. Ich habe nur keine Ahnung, wie. Ich glaube, ich muss mal wieder was töten gehen. Aber, das seht ihr in der nächsten Folge. Und wie immer sage ich, danke fürs Einschalten. Langer Satz. Gehabt euch wohl und tschüss. Hau drin, bis dahin. Tschüss.